Also wir haben zum vierten Mal hier den Zeller Bürgerbrunch. Wir haben 2008 angefangen, dann haben wir 2010, 2012 und 2014 jetzt zum vierten Mal. Wir sind die Zeller Bürgerstiftung, gegründet 2006 und haben ein bescheidenes Stiftungskapital von rund 500.000. Das klingt zwar viel, aber wenn man heute sieht, was das an Zinsen abwirft, davon kann man nicht furchtbar viel machen. Wir wollen ja was machen hier in Celle. Und deswegen müssen wir solche Veranstaltungen machen oder wie im letzten Jahr den Bürgerbazar oder die Lichterbaumkette vor dem Rathaus zu Weihnachten, um ein bisschen Gelder einzusammeln für unsere Projekte, die wir hier in Celle verwirklichen. Das heißt, jeder, der hier sitzt, sitzt hier nicht nur, um fröhlich zu picknicken, was wir ihm herzlich gönnen, aber er trägt auch ein bisschen dazu bei, unsere Projekte mitzufinanzieren. Und dafür sind wir sehr dankbar. Hier sitzt bunt gemischt ein Querschnitt der Zeller Bevölkerung. Also ich würde sagen, vom Richter aus dem Oberlandesgericht bis hin zu Mitarbeitern der Müllabfuhr, die also auch einen Tisch geordert haben. Das finden wir also ganz großartig, dass sich also hier die Zeller Bevölkerung an diesen Tischen trifft. Und das ist natürlich auch ein Beitrag der Bürgerstiftung, Zeller Bürger zusammenrücken zu lassen und Zeller Bürger miteinander kommunizieren zu lassen. Das ist eine tolle Idee von der Bürgerstiftung. Es machen unglaublich viele Menschen mit, selbst an einem Tag wie heute, bei dem man bis 10 Minuten vor 11, wo es anfängt, nicht weiß, ob es weiterregnet oder ob es aufhört. Es hat aufgehört. Wir freuen uns alle. Es ist eine super gute Stimmung da. Man trifft Freunde. Man hat auch Freunde eingeladen, mit denen man gemeinsam frühstückt oder bruncht halt eben und sich austauscht mit vielen anderen halt eben. Und deswegen ist das eine gute Sache. Wir machen mit, es war eine gute Idee und eine Kollegin von uns hört auf. Wir sind eigentlich im Betriebsausflug sozusagen heute und wir machen einen kleinen Abschied für Sie. Was für Erwartungen sind Sie? Also in erster Linie kein Regen. Oder dann ein Dach über dem Kopf. Einfach nur, dass wir Spaß haben. Lecker essen, lustig beisammen sein, vielleicht nette Leute, wer weiß, was noch kommt. Haben Sie denn damit überlegt, das heute ausfallen zu lassen, als das Wetter? Nein, wir haben 300 Regenschirme dabei. Weil wir das Anliegen der Bürgerstiftung in dem Sinne unterstützen wollen. Wir finden es gut, was die Bürgerstiftung macht, dass sie eben insbesondere für lernschwache Kinder da ist, dass sie musikalischen Unterricht gibt und so weiter. Das sind Dinge, die einfach die in die Öffentlichkeit müssen und das wird hiermit erreicht. Dass man mit solch einem Brunch, wo viele zusammensitzen, eben sich auch nochmal darüber Gedanken macht, dass es Kinder gibt, die das einfach brauchen. Ja, das ist unser Anliegen. Deswegen kommen wir gerne. Und es ist auch schön, man kann sich gut und nett unterhalten. Ja?